Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Raube und heute reden wir nicht über den VXX. Das haben wir ja bereits am Samstag gemacht, sondern heute reden wir mal über den SVXY und warum ich aktuell den SVXY nicht kaufe. Also, ihr wisst VXX, was da jetzt so zuletzt passiert ist. Ihr wisst auch, was mit dem SVXY passiert ist. Und jetzt kommen natürlich viele auf die Idee und sagen, Mensch, das ist doch jetzt lohnenswert, nachdem der jetzt so stark eingebrochen ist, dass man den jetzt kauft. Da steht doch eine Vervielfachung ins Haus. Ne? Das klingt fast so ein bisschen wie Free Lunch. Und ich möchte euch aber ein bisschen davor warnen, jetzt wirklich hier auf einen Free Lunch zu spekulieren. Denn erstens, wir wissen, there is no free lunch, also ganz so einfach ist es nicht. Und es gibt wirklich ein paar Gründe, warum ich momentan den SVXY nicht als den optimalen Long Trade ansehe. Und wir schauen uns erstmal an, was ist so ein bisschen passiert. Ich habe mir mal einen Flipchart mit dazu genommen und wir probieren einfach mal, oder ich zeige euch einfach mal ein paar Dinge auf. Also, was ist passiert? Der SVXY, der hat vor vielleicht noch zwei, drei Wochen bei etwa 140 notiert und ist jetzt runtergefallen auf den Bereich von ungefähr, naja, sagen wir mal so um die 10 herum etwa. Ne? Also da können wir ganz grob überschlagen, das ist ein Verlust von über 90%, der das sich jetzt ereignet hat. So, warum ist denn das überhaupt passiert? Warum ist der denn überhaupt so stark runtergefallen? Naja, und der Grund ist der, wir müssen uns überlegen, was trackt denn überhaupt dieser SVXY? Der SVXY stellt die inverse Wertentwicklung des S&P VIX Short Term Index dar. Der S&P 500 VIX Short Term Index, das ist im Grunde nichts anderes als ein Volatilitätsindex, der versucht, den VIX nachzubilden. Wir wissen selbst, den VIX kann man nicht handeln, aber wir wissen, man wird das oder man setzt das häufig um mit den Futures. Ne? Und ganz einfach gesagt, macht dieser SVXY, der macht im Grunde genommen eins, und zwar, der ist invers diesen Index. Das heißt also, wenn dieser Index hier, dieser S&P VIX Short Term Index, der ist jeden Tag den ersten und den zweiten Future Long, also diese Volatilitätsfutures, und dieser SVXY, der macht das Ganze invers. Das heißt, der macht genau das Gegenteil, und zwar mit 1, also ohne Hebel, einfach nur die gegenteilige Entwicklung. Um es ganz einfach zu sagen, der könnte auch hier, es stimmt nicht zu 100%, aber man könnte auch sagen, der ist im Grunde das, was der VXX macht, plus eben umgekehrt. Ne? So, warum glaube ich jetzt nicht, dass er wieder nach oben geht? Naja, ganz einfach. Und zwar überlegt euch mal Folgendes. Es gibt mehrere Gründe, worauf man jetzt achten sollte. Warum ist der so gefallen? Naja, weil die Futures ja so explodiert sind. Ne? Also die Futures sind enorm angestiegen. Wir haben alleine im VIX einen Anstieg um 100% gesehen. Und lasst uns mal ein einfaches Beispiel machen. Wenn wir sagen, der SVXY ist bei 100, fällt runter auf 10, dann ist das ein Wertverlust von 90%. So, wir machen mal den VIX. Und was ist mit dem passiert? Der ist, sagen wir mal, von 15 hochgegangen auf 30. So, hier oben 30. Das ist also ein Gewinn von 100%. So, und jetzt könnte ja Folgendes passieren, worauf ja jetzt viele spekulieren, nämlich, dass sie sagen, naja gut, aber die Volatilität wird ja auch mal wieder zurückgehen. Stimmt, aber, und jetzt kommt eben dieser Punkt. Es kommt schon mal ein bisschen Prozentrechnung erstmal rein, nämlich, wenn der jetzt von 30 wieder aus 15 runterfällt, dann ist das ein Verlust von 50% im VIX. Und wenn der das invers macht, dann kommen hier 50% dazu. Das heißt, der geht nicht wieder auf 100, sondern der geht hier, wenn wir Glück haben, auf 15. Ne? Also der legt hier 50% entsprechend zu. Und damit seht ihr, dass das hier oben, ne, dass der jemals wieder dahin kommt, das wird Jahre dauern, wenn überhaupt. Warum wird das so sein? Naja, momentan haben wir ja noch, Zeitpunkt jetzt hier, wo wir dieses Video gerade aufnehmen, Montagmorgen, haben wir noch eine sogenannte Backwardation. Ne? Das heißt, die ersten Futures sind immer noch teurer
als die hinteren Futures. Das bedeutet, dieser SVXY, der das ja invers macht, der muss im Grunde genommen, oder der verliert hier durch diese Rollverluste. Er hat jetzt Rollverluste, der VXX hat momentan Rollgewinne. Das wird sich irgendwann mal wieder abbauen, aber das dauert eben. Ne? Das ist mal der erste Grund. So, und dann gibt es noch einen zweiten Grund, und zwar dieses inverse minus 1, dieser kann man ja sagen, hier dieser Faktor, den wir hier haben, der wird jeden Tag wieder zurückgesetzt, ne? Immer wieder auf 1. Das heißt also, je weiter dann, selbst wenn hier dieser VX Short-Term-Index wieder fällt, ne, steigt der SVXY nicht gleichmäßig mit. Das heißt also, auch das können wir ich versuche es an einem relativ einfachen Beispiel zu machen. Stellt euch mal vor, du hast ein Produkt, wo du sagst, okay, wir haben hier eine 10 und das steigt jetzt auf 12. So, dann hast du 20% Gewinn. Und jetzt steigt das Ganze wieder an, und zwar auf 14. Dann hast du in absoluten Zahlen betrachtet wieder 2 plus, genau wie hier. Aber da das quasi immer wieder angepasst wird, ist eben der Anstieg prozentual, und um den geht es ja im SVXY, nicht mehr zu hoch. Da ist es bloß noch 16%. Und wenn er jetzt nochmal auf 16 steigen würde, so, also wieder 2, die absolute Zahl, die Veränderung, die ist immer gleich. Aber durch dieses, das ist wie beim Faktorzertifikat im Grunde genommen, dadurch wird jetzt der Anstieg wieder geringer im SVXY. Das heißt, der steigt jetzt wieder geringer an, und quasi das trackt er. Und so setzt er es aber um. Das heißt, beim nächsten Mal der Anstieg jetzt von 14 auf 16 ist vielleicht bloß noch, ich habe es nicht ausgerechnet, aber vielleicht bloß noch 13%. Und das alles führt jetzt dazu, dass der SVXY es extrem schwer haben wird, jemals da wieder hinzukommen, wo er war. Das ist so ein bisschen wie die Telekom-Aktie. Ne? Auch die war mal über 100, ist auf 57 runtergefallen, und ich glaube nicht, dass wir zu unserer Lebzeit nochmal erleben werden, dass die wieder hochgeht. Jetzt sagt aber vielleicht der ein oder andere, das ist ja egal, es würde doch auch genügen, wenn wir den SVXY jetzt hier bei 10 kaufen und der geht halt auf 30. Weil, eins habt ihr natürlich recht, wenn du den jetzt für 10 hier kaufst, was kann dir maximal passieren? Jawohl, du kannst nur 10 verlieren. Ne? Das heißt, dein Verlustrisiko ist klar, das ist bei 100%. Mehr kannst du nicht verlieren, aber du hättest ja die Chance auf eine Vervielfachung in der Zukunft. Jetzt müssen wir allerdings sehr, sehr vorsichtig sein, denn es ist noch gar nicht raus, dass der SVXY überhaupt ewig bestehen bleibt. Ihr wisst, es gab dieses andere Produkt, den XIV. Dieser XIV, und der wurde ja terminiert. Das heißt, der Emittent hat sich geschützt und hat gesagt, hey, weil der an einem Tag mehr als 80% Verlust hatte und somit das Verlustrisiko beim Emittenten lag, dass es noch mehr wird und er ins Negative käme, hat er gesagt, ich schließe den. Das ist beim SVXY nicht passiert. Aber wenn du so einen dramatischen Wertverlust hast im SVXY, bedeutet das ja auch, dass viel Geld verloren gegangen ist für den Anbieter. ProShares ist das in dem Fall. Ne? Jetzt berechnet ProShares eine jährliche Gebühr von, ich glaube, 0,9% oder so. Die hatten, glaube ich, in dem SVXY, berichtigt mich, wenn das falsch ist, das sind so, ich habe es nicht extra noch nachgeschaut, die hatten ungefähr 1 Milliarde in diesem Produkt drin. Das bedeutet ungefähr 9 Millionen Gebühr im Jahr, die kassiert haben. Jetzt ist der Wert dieses ganzen SVXY um 90% gefallen. Das heißt, da ist nicht mehr 1 Milliarde drin, da sind bloß noch 100 Millionen drin. So, für dich und mich würde es genügen, aber für so eine Fondsgesellschaft, die rechnen das jetzt mal auf, oder ist keine Fondsgesellschaft, aber dieser Anbieter ProShares, der rechnet jetzt einfach und sagt, hey, bislang haben wir 9,5 Millionen oder 9 Millionen im Jahr dafür bekommen, jetzt kriegen wir nur noch 900.000 für das Risiko, was wir da auch eingehen. Ne? So, das heißt, für die wird es jetzt relativ schwierig, das auch zu rechtfertigen, sich selbst gegenüber, dass sie ein Produkt machen, was ihnen nur noch im Jahr $900.000 bringt. Das heißt, es kann durchaus sein, dass die sagen, und ich bin mir relativ sicher, dass wenn wir irgendwo mal durch dieses Regelwerk durchgehen würden, machen wir uns nichts vor, kein einziger von uns hat sich jemals das Prospekt des SVXY durchgelesen. Aber nur mal von der Logik her, es könnte durchaus sein, dass ProShares sagt, wir lösen den auf.
Und irgendwo wird es eine Klausel geben, wie man ihn auflösen kann, weil die sagen, es rechnet sich einfach nicht mehr. Es lohnt sich einfach nicht mehr. Ne? So, das ist also Punkt Nummer 1, der könnte trotzdem noch aufgelöst werden. Das heißt, dir würde einfach die Zeit fehlen, höher zu kommen. Punkt Nummer 2, wir haben durch das, was letzte Woche passiert ist, wahrscheinlich so einen kleinen Paradigmenwechsel gesehen, nämlich, dass die Leute viel, viel sensitiver werden auf Short-Volatilität. Ich glaube nicht, dass Short-Volatilität tot ist. Im Gegenteil, das wird es weiterhin geben, aber es wird langsam wieder losgehen. Aber man weiß natürlich jetzt, wie schnell das mal passieren kann. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass wir irgendwann mal wieder sowas sehen, wie wir es jetzt gesehen haben. Wir haben immerhin noch diese ganze Problematik der ETFs. Wir haben immer noch das Risiko, dass die Leute zu viel in passiven Instrumenten investiert sind, ne, die in den Markt verzerren. Und deswegen könnte es also durchaus sein, dass wir so einen Anstieg in der Volatilität nochmal erleben. Und dann knallt es den wieder so runter. Und dann ist er endgültig tot. Ne? Und aus dem Grunde, ich persönlich glaube eben nicht, dass der SVXY so das tolle Instrument für die Zukunft sein wird. Ich glaube, da gibt es einfach bessere Gelegenheiten. Ich will nicht ausschließen, dass wer den jetzt kauft, gutes Geld damit verdient. Ne? Aber es ist für mich vom Chance-Risiko-Verhältnis nicht das Optimale. Übrigens mal diesen Gedanken mit dem, wer verdient da jetzt was dran? Überlegt mal, die Jungs, die den VXX gemacht haben, ne? Der ist ja, hat sich ja vervielfacht. Das heißt, die können jetzt gleich viel, viel mehr Gebühren kassieren. Für die lohnt sich das, okay? Die haben nicht so das Problem. Da haben vielleicht Kunden das Problem, die short in dem Produkt sind. So, aber der Anbieter selbst hat damit überhaupt kein Problem. Für den ist es eher im Gegenteil eine gute Sache, was da jetzt passiert ist. Ne? Und deswegen guckt euch da wirklich genau an, was ihr da jetzt macht. Schaut auch mal nicht nur die möglichen Chancen an, sondern schaut euch auch mal die Risiken an. Und wie gesagt, ich wäre da sehr, sehr vorsichtig und zurückhaltend bei dem Produkt SVXY aktuell. Für einen kurzen Trade, für einen kurzen Zock, ne, durchaus interessant, aber ansonsten würde ich mich da zurückhalten. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine gute, interessante Woche. Mal sehen, was die Märkte so mit sich bringen. Ne? Auf jeden Fall, die Volatilität ist zurück und ich denke, die wird uns erhalten bleiben. Aber ihr wisst, als Optionsverkäufer ist Volatilität eine tolle Sache. Also schön, wenn sie wieder da ist. In diesem Sinne, wir hören und sehen uns. Servus, macht's gut. Bye, bye.